und dann kam die Sony-Pressekonferenz. Ja, die war besser als die Microsoft-Pressekonferenz, aber sie hat mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht vom Hocker gerissen. Es gab ein paar Spiele, die mich interessieren, aber im Verhältnis zum Umfang der Pressekonferenz, die war ja ziemlich lang von der von Sony, also 2,5 Stunden ging die ja fast. Im Verhältnis war das ein bisschen wenig, was mich da interessiert hat. Angefangen hat es ja mit Destiny von den Machern von den ursprünglichen Halo Games, also Bungie. Ja, es ist auf jeden Fall ein nettes Spiel, aber ja, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn mein Bruder sich's holt. Aber es ist jetzt kein Spiel, was mich jetzt wirklich extremst interessiert. Aber es ist auf jeden Fall, ja. Also viele freuen sich ja drauf, kann ich auch gut verstehen, weil es hat ja schon irgendwie was mit dieser riesigen Welt und solchen Kram. Ja, also werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und von Sony wurde dann auch noch ein ganz neues Spiel, ein ganz neue IP angekündigt, nämlich zu seinem Horrorspiel, dessen Namen ich wieder mal vergessen habe. Das, was man gesehen hat, hatte auf jeden Fall was. Also es war ja, für mich sah es aus wie ein Mischmasch aus Resident Evil und Heavy Rain. Warum, wie komme ich aus Heavy Rain? Erstmal, also Resident Evil natürlich, da war so ein richtiges Monster-Zombie. Und allgemein, ist euch aufgefallen, ich fand die Sequenz, wo man dieses Monster-Zombie zum ersten Mal trifft, extrem ähnlich wie das erste Zusammentreffen beim allerersten Resident Evil-Teil. Also er frisst da auf einer Leiche rum, und dann, ja, dann sieht der Hauptcharakter den Zombie, ja, oder was es auch immer war, und dann dreht er sich um mit seinem vollgespritzten Mund. Es sah fast identisch aus wie die Szene. Ob das ein Zufall ist, weiß ich nicht. Kann natürlich ein Zufall sein, aber es kann auch sein, dass man sich da ein kleines bisschen orientiert hat an der ersten Begegnung mit einem Zombie bei Resident Evil. Ja, wollte ich nur mal so einwerfen, weil ich halt sofort an die Sache mit dem ersten Zombie bei Resident Evil gedacht habe. Ja, also auf jeden Fall, atmosphärisch war es ziemlich gut, was man da gesehen hat. Dieser Riesenzombie war schön furchteinflößend und war auch schön aufregend. Also, wie ich jetzt mit dem Vergleich zu Heavy Rain komme, ja, es kam auch viele Quicktime-Events, kam jetzt zumindest vor. Also, dass er eben, ja, wenn er eben gerade schwer verletzt ist, dass er dann irgendwie sich dann so ein Medikament einwirft, was es auch mal war, um sich wieder zu beruhigen. Ja, und dann irgendwie auch mit Quicktime-Events sich irgendwie den Weg freibahnen. Es hat ein bisschen was von Heavy Rain, fand ich. Also, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber mir kam es ein bisschen ähnlich vor wie Heavy Rain. Aber das fand ich gut, weil Heavy Rain war schon ziemlich geil. Und ja, also, wenn man es richtig macht, dann könnte es echt cool werden, die Mischung aus Horror Survival, also à la Resident Evil, und ein bisschen dieses Quicktime-Gameplay, damit man sich ein bisschen mehr ins Geschehen hineinversetzen kann. Wenn man das alles richtig macht, dann könnte es was ziemlich Geiles werden. Also, Atmosphäre stimmte auch. Also, ja, ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was man sich mal angucken sollte. Und dann gab es auch noch ein neues Little Big Planet. Little Big Planet habe ich noch keinen einzigen Teil gespielt. Was ich auch wirklich ziemlich schade finde, dass ich nie dazu kam, weil ich halt eine Zeit lang noch nie eine PlayStation 3 hatte. Ja, aber ist jetzt Little Big Planet 3 oder 4? Ich glaube, es ist der dritte Teil. Ja, also das Gameplay-Material war jetzt nicht so besonders. Das war halt einmal so eine Art Let's Play in das erste Level durch oder so. Ja, also ich wollte schon immer mal Little Big Planet ausprobieren. Natürlich werde ich dann mit dem neuen Teil einsteigen, wenn ich PlayStation 4 habe. Weil es ist ja exklusiv PlayStation 4, wie eigentlich alle Little Big Planet-Teile. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Weil diese Sache, dass man eben eigene Welten bauen kann und ja, hat er ja auch schon mal recht frische Ansätze, die Little Big Planet spielt. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Little Big Planet 3, weil ich schon die ersten Teile wirklich, als ich sie mal angeguckt habe, mal genossen habe beim Zusehen. Ja, aber ich freue mich dann echt mal, in meinen nächsten Teil mal wirklich selbst ausprobieren zu können, weil ja, das, was ich gesehen habe zu den alten Teilen, gefiel mir sehr gut und ja, ich denke, es wird mir durchaus Spaß machen. Ich stehe auf Jump Runs ja schon einigermaßen. Ja, aber jetzt geht's schon los. Bei Sony, da gab es echt nicht viel für mich. Also jetzt muss ich schon echt überlegen, was es noch gab. Es gab nochmal weitere Szenen zu Far Cry 4. Ja, also da gab es auch mal Gameplay-Szenen, also richtige Gameplay-Szenen und kein nicht das Intro aus den ersten 5 Minuten, die man bei Ubisoft sah. Aber noch nie sah man echt mal Gameplay-Szenen. Also das gefiel mir auch richtig gut. Man erkannte sofort die Orientierung an Far Cry 3. Man sah ja auch, dass er da wieder solche Basen von ja, Verbrechern eingenommen hat. Wie es auch schon beim ersten Teil wirklich war, um dann eine Schnellreisefunktion für diesen Bereich freizuschalten. Also wirklich auffällig war zum einen, dass er dann so einen Fanghaken hat und dann so die Berge gut erklimmen konnte. Und anscheinend scheint man auch etwas mehr mit der Umgebung interagieren zu können. Sowas wie, dass man Tonnen C4 anbringen kann und das dann zu den Gegner kicken kann und dann halt ihn dann ja mit C4 ja, goodbye sagen zu können. Das ist auf jeden Fall, ja, also dass man dann auch ein bisschen mehr interagieren kann mit der Umgebung für den Kampf, könnte auf jeden Fall geil werden. Und ja, also die Sache mit den Fanghaken, also da gibt es sicher viele Ideen, die man damit einbauen wird.
Und ja, das war ja dann auch wie ein Elefant, der einem geholfen hat, so ein bisschen. War auch irgendwie herrlich. Also Far Cry 4 wird für mich echt der Hammer. Also ich freue mich echt riesig drauf, aber das habe ich jetzt schon zu Genüge in diesem Video gesagt. Also Far Cry 4 wird geil, fertig aus. Ja, und dann gab es eigentlich für mich nur noch einen Hänger. Also dann irgendwann, ich habe es mir im Nachhinein angeguckt, weil um 3 Uhr hatte ich dann irgendwie keine Lust, mir noch eine E3 anzugucken. Ja, dann habe ich ein bisschen geskippt, weil es gab dann echt nur noch Langweilzeug für mich. Also dann war echt ein Dauerhänger irgendwie für mich. Es war dann nur noch... Aber dann kam Arkham Knight. Auf das habe ich eigentlich wirklich gewartet, dass sie das zeigen. Und ja, das haben die dann auch gezeigt. Arkham Knight, ich freue mich sowas von auf Arkham Knight. Ich liebte die ersten Teile. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins nicht mehr so sehr, aber es war noch okay. Aber Arkham Knight, es sieht so geil aus. Die ersten Trailer haben mich sowas von geflasht. Und das ist auch noch das... Der erste Gameplay-Trailer, den man gesehen hat, grafisch sieht das Spiel wirklich bombastisch aus im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Also auch gemessen an der Leistung von der PlayStation 4 ist es, glaube ich, auch richtig, richtig geil aussehend. Ja, also das Fliegen mit den Umhangsammlern ist viel fließender als in den anderen Teilen. Man hat viel mehr die Kontrolle und es fühlt sich viel fließender an. Ja, was mir als einziger negativ aufgefallen ist, die Umgebung wirkt immer noch ein bisschen unbelebt. Also, ja, es ist okay. Also es fahren jetzt zumindest mal Autos durch die Gegend, aber... Fußgänger liefen überhaupt nicht in der Gegend. Vielleicht wird es ja im Endprodukt anders sein, weil ein bisschen Zeit haben die ja noch. Aktuell ist ja der Ende, ist ja Ende Februar geleakt. Ja, werde ich mir auf jeden Fall merken. Ende Februar, Arkham Knight, das wird Bombe. Also auch, also das Ganze, was sie da gezeigt haben. Also das Batmobil hat auf jeden Fall was. Also es wurde ja auch schon mehrfach angedeutet, dass das Batmobil jetzt nicht unbedingt eine Pflicht, pausenlos eine Pflicht sein wird im Spiel, sondern halt vor allem ein Zusatz sein wird. Also, es wird Stellen geben, wo man ihn natürlich brauchen wird, bei Verfolgungsjagden oder bei Zerstörung von Arthos, aber es wird jetzt kein zu großer Kernpunkt des Gameplays. Zumindest scheint mir das so. Das finde ich auch sehr gut, weil, ja, mir macht es halt auch wirklich immer noch jede Menge Spaß, die Schlägereien auszuüben und, ja, vor allem auch durch die Welt zu gleiten. Aber mal sehen, vielleicht wird mir ja doch die Batmobile-Fahrt riesigen Spaß machen. Also, ich denke auch immer vorstellen, dass es mir Spaß machen wird, aber, ja, ich hoffe halt, dass es nicht zu sehr Priorität im Gameplay haben wird. Weil, ja, wie gesagt, ich bin halt kein Riesenfan von Autospielen, zumindest von den meisten nicht, aber, ja, also das Batmobil ist auf jeden Fall ein nettes Feature, was schon lange überfällig war. Ja, ich finde es gut, dass sie es auch nicht mehr eingebracht haben. Dank der Next-Gen-Power ist es jetzt auch problemlos möglich. Also Batman Arkham Knight, auch ganz klar, also das ist vielleicht wirklich das Spiel, auf was ich mich am meisten freue. Also ich überlege mir auf PlayStation 4 wirklich erst zum Release zu Arkham Knight zu holen, weil dann werde ich eine Zeit lang zocken, weil, ja, Arkham Knight, Gottes Willen, Arkham Knight. Oh Gott, ey. Die ersten Teile waren schon so geil. Arkham Knight wird Bombe. Vielleicht wirklich der beste Arkham-Ableger, den es geben wird. Weil, also, es sieht eigentlich alles super aus. Man sah ja auch, dass es keine Ladezeit mehr geben wird. Also, ich bin echt geflasht gewesen vom Gameplay. Also, ja, ich freue mich wirklich riesig auf Arkham Knight. Wird auf jeden Fall das erste Spiel sein, was ich spielen werde auf der PlayStation 4. Ja, und sehr viel mehr gab es für mich eigentlich bei der PlayStation 4, bei der Sony-Pressekonferenz. Da, also, ja, mir fällt jetzt auch echt nichts mehr ein. Das war's für mich eigentlich bei der Sony-Pressekonferenz. Es gab auf jeden Fall viel, einiges mehr als bei der Microsoft-Pressekonferenz für mich, aber es war jetzt auch nicht bombastisch. Ich war von der Ubisoft-Pressekonferenz mehr angetan. Aber es war auf jeden Fall nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht unfassbar, was da Sony abgeliefert hat.